So klug oder so intelligent wie Einstein. Das ist leichter als gedacht. Und du hast es sicher in deinem Leben schon öfter einmal erlebt. Vielleicht unbewusst. Und wenn du dieses Video anschaust, dann wirst du erkennen, du kannst diese Technik für dich nutzen. Und zwar immer dann, wenn du sie brauchst. Und bevor wir losstarten, machen wir eine kleine Abkühlung. Komm! Jetzt muss ich dir noch einen kurzen Witz erzählen. Das ist wirklich passiert. Der Einstein ist 1955 gestorben und der Arzt, der ihn für tot erklärt hat, der hat ihm sein Gehirn pflastert. Das heißt, der hat dem Einstein das Gehirn ausgebaut. Der hat es mitgenommen und hat es untersucht und wollte die Intelligenz finden, was der Einstein gehabt hat. Er hat es nie gefunden. Er hat dieses Gehirn dann auch der Wissenschaft zur Verfügung gestellt und die Wissenschaftler haben diese Intelligenz in Einsteins Hirn ebenfalls nicht gefunden, nicht zu finden. Also wo ist die Intelligenz, was der Einstein gehabt hat? Übrigens, diese Intelligenz können wir alle nutzen. Das ist eine ganz einfache Technik. Der Einstein hat immer dann, wenn er eine Situation gehabt hat, wo jetzt scheinbar unlösbar war, hat er lange Spaziergänge gemacht. Und er hat sich bemüht, sie so gedankenfrei wie möglich zu machen. Das heißt, er hat die Natur beobachtet, er war einfach präsent, er war einfach da und hat so wenig wie möglich gedacht oder nachgedacht. Er hat sein Denken einfach zurückgefahren. Er war einfach hundertprozentig da. Das können wir alle machen. Wir können präsent sein, wir können die Natur beobachten, wir können andere Menschen beobachten. Wenn wir das wertungsfrei machen, dann sind wir sehr präsent. Und der Einstein hat genau dann, wenn er das gemacht hat, hat er immer die besten Ideen gehabt. Und wir können das auch machen. Ich mache das sehr, sehr oft. Das heißt, wenn ich ein Thema habe oder eine Situation oder eine Lösung suche, nachher schaue ich das Thema an und dann lasse ich es einmal los. Nachher lasse ich es einfach einmal sein. Ich gehe ein bisschen schwanger mit dem Thema. Und auf einmal, das kann sein, in der Früh beim Aufwachen oder bei ganz belanglosen Dingen, auf einmal ist die Antwort oder die Lösung da. Bei den Managern hat man eine Umfrage gemacht, wann habt ihr oder wo kommen bei euch die besten Ideen daher? Haben sie alle gesagt, also recht identisch. Bei uns kommen die besten Ideen, wenn wir ganz belanglose Dinge tun oder wenn ich sporteln gehe, wenn ich nach Hause fahre oder wenn ich ins Fitnesscenter gehe oder wenn ich daheim den Abwasch mache oder wenn ich im Garten bin. Das heißt, wenn ich nicht über dieses Thema, das was ich suche, nachdenke. Und das können wir alle machen. Das heißt, Intelligenz ist nicht im Hirn zu finden, sondern Intelligenz ist im präsenten Sein zu finden. Das heißt, das Thema aufnehmen, um das, was es geht, dann sein lassen, liegen lassen, immer wieder einmal beobachten, ganz wertungsfrei und auf einmal ist die Lösung da. Und genau das wünsche ich dir. Schön, dass du da dabei bist bei dem Video. Ich freue mich aufs nächste Mal. Pass gut auf dich auf. Wir sehen uns. Vierti Servus, mach's gut.